Willkommen YouTube, wir machen weiter mit LS22. Ja, warum ist das hier nicht so weit fortgeschritten? Ich wollte es ein bisschen laufen lassen. Habe ich ja auch gesagt in der letzten Folge. Und dann fing es an zu regnen. Ich meine, man kann hier zwar während des Regens dröschen, das ist möglich, aber man erntet dann deutlich weniger. Wie viel Prozent es genau sind, kann ich leider nicht sagen. Aber jedenfalls ist denn die Ernte gemindert, so man hat weniger Ertrag und... Weil es ist jetzt so eine Quest und man könnte sagen, ja ist das scheißegal, hast halt weniger so. Aber nein, erstens weiß ich nicht, ob man die Quest dann noch erfolgreich abschließen kann. Und zweitens möchte ich hier natürlich auch ja den Mehrertrag ausnutzen, um ihn selbst verkaufen zu können, wisst ihr? Es ist ja alles vorteilhaft. Aber... Düngen geht natürlich trotzdem. So, wo sind wir denn hier am Düngen? Hier. Jetzt, was denn? Kraut entfernen. Ach, das ist schon Maximum? Du bist auf Kraut entfernen Status und ich kann... Fahr weiter. Jetzt so wie die Ideen fallen können, ich kann das ab. Mein Körper ist so konstruiert, dass der das einfach wegfedert, wenn du diese Streuteller, die mich gegen knallst mit 18 km/h. Das merke ich nicht mal. Ja, so eine BDA hätte ich auch richtig Bock drauf, die zu haben. 1,5. Ja, wieso kann ich Raten zahlen? Ich würde 10 Euro Raten zahlen. Hoffentlich zinsfrei. Ja. Ach, lass mich hier hoch. Sehe mal. Aha, die BDA ist verflucht. Hier würde man den Gülle einlagern. Mist, weiß ich gar nicht. Mist kommt auch im Feststoffeintrag rein. Also Feststoffeintrag ist dieser Container da. Und hier würde ich dann die Reste raussaugen. Nice. Hätte ich echt schon Bock drauf, muss ich sagen. Bist du hier nicht eigentlich mal langsam fertig? Muss es hier doch mal langsam fertig werden. Er ist ja auch fertig. Sehr gut. So, dann kaufen wir uns hier jetzt. Ein Radlader darf ich gar nicht kaufen. Oder ein Teleskop oder so. Ich dachte mir vielleicht, dass wir uns hier so ein Futterbeschwan kaufen. Natürlich unter Fahrzeuge dann. Wisst ihr? Nee, jetzt bin ich auf Forstmaschinen. So, Tierhaltung. Was hast du? 26 Kubik. Ist mir zu teuer. Hast du auch ein bisschen günstiger? Ist das möglich, dass wir da was machen? Kredit mal wieder nehmen. So, dann nehme ich hier den großen. Und damit saug ich dann das Silo leer. Weil hier haben wir auch Mischration, Mineralfutter, Heu, Silage. Totale Mischration, Stroh. So, da haben wir das Komplettpaket. Und noch dazu möchte ich ja hier so bauen. Produktion habe ich ja hier hinten. Hier kann ich Gras, Heu, Silage draus machen. Das werde ich auch noch platzieren. Aber hier vor allem die Mischration. Food all in one. Rohstoffe, blablabla. Ist mir nur zu teuer. Aber wir haben's. Ja, ich meine, ich weiß, sie haben schon Mischwagen gekauft. Aber den hau ich einfach wieder raus. Ja, den hau ich einfach raus. Wo auch immer sich der befindet. Tja, ist ja nicht mit drinne. Anhänger ist auch nicht mit drinne. Nee. Seht ihr den schon? Silofertigung, Seetechnik, Gruber, Gabel. Überladewagen? Nee, wo ist denn der? Nee, nein. Schützensetting? Ach, da, Tierhaltung. Wir hätten da auch drauf kommen können. Wieso brauchen wir eigentlich für Tierhaltung? Brauche ich auch gar keinen Stall. Kann ich mir den jetzt leisten? Hier die. Ah, nee, war doch richtig. Ah, ich muss mich da jetzt noch dran gewöhnen. Produktion 110 km/h. Kann ich mir da jetzt hinstellen hier? Weiß nicht, knall ich mir so hin.
Er war ganz frech, die Kohle raushauen. Wayne, Alter. Wayne. Das Ding ist aber auch ein Schlachtschiff. Das ist ja mal gigantisch. Was ist hier drauf? Gerste. 100% Schönwachsen. Schönwachsen, Gerste, ne? Nutzt die Zeit, um wirklich gut drauf zu sein. Leider haben wir hier nicht so schöne Quests wie Sonnenblumenernten oder so. Das hätte ich gern gehabt. Das wäre ja auch optimal gewesen. Sie haben ja jetzt 12 Meter Sonnenblumen schnell weg gekauft. Also es würde sich ja anbieten. So. Hier Klappe auf. Und jetzt gib mir meinen Saft. Oh mein Gott, ist das nice. Ja, schön rein damit, schön rein damit. Ist das, sieht das nice aus, wie das da... Oh, ich mag die 3D-Partikel. Ich stehe da voll drauf. Und wie schön, dass hier auch leer lutscht. So, die schön lutschen. Ja, seht ihr das, wie das hier so... Oh, ich kann das gar nicht so... Doch, ich kann das einfach, und zwar so. Da hat sich sogar Gewicht da drin. Ah ne, ist die Füllmenge. So, jetzt habe ich hier meine 26 Kubik drin. Mach jetzt mal aus. Abkippseite, kann ich die entscheiden? Ja. Ja, bestimmt, ne? Abkippseite links oder rechts? Kann links eigentlich bleiben. So, achso. Mischverhältnis. Achso, Mineralfutter soll ich ja auch so ein ganz bisschen so einmal so kurz das Ding reindrücken. Das ist schon alles. Achso, wir fahren das mal hoch. Gut, das ist eine weite Fahrt, ne? Kommt aber uns nur so vor, weil wir natürlich nicht so Power geben konnten, weil wir jetzt erstens hat unser Aufsaugarm ein bisschen auf den Boden geschliffen, zweitens sind wir natürlich viel Kurve gefahren. Wow. Okay, so, mal gucken, wie das Ding funktioniert. Ich spuck die hier Silage rein. Und du sagst, ist cool. Wo ist denn hier das Fenster? Upsi. Einfach R drücken. Mischration möchte ich. Wir brauchen Silagestroh. Ja, es fehlen Güter, das weiß ich doch. Ja, und wie gesagt, wir können ja auch sofort Schweinefutter herstellen. Raps, Weizen, Mais und Kartoffeln. Finde ich cool. Finde ich cool. Mischration, ja. Gut. Jetzt geht's weiter. Wir machen jetzt die Silage leer. Ich meine, natürlich könnten wir jetzt sagen, nur wir ballern das so und so und das würde dann wahrscheinlich auch ganz gut funktionieren. Ich meine, ich weiß nicht, wir könnten ja uns sonst mal gucken, ob wir uns ein Förderband holen. Mit Förderband müssten wir das hier eigentlich hinbekommen, dass wir das aus diesem Wagen ins Förderband reinspucken, in den Anhänger. Ich weiß nicht, ob das groß gedacht ist, ob das überhaupt Sinn macht, aber das würde ich gerne testen, weil wir haben hier so schöne Förderbänder. Wisst ihr, wir haben hier den hier. So, das müsste ja an sich eigentlich passen, dass wir sagen, wir hauen das hier rein und darum kommt es raus. Wir haben natürlich auch noch hier das übertrieben lange Förderband. Da müssten wir noch nicht mal mehr vom Shop losfahren, weil das so lang ist. Was bist du? Achso, du machst das hier. Du bist der Palettenhersteller wieder. WTF, du hast ja drei Arme, die da rauskommen. Machst du sechs Paletten? Gesagt, wir kaufen uns das Ding mal und dann sind wir auch schon pleite. So schnell kann es gehen. Achso, du bist jetzt zu 80 voll. Oh, Zug. Da fährt er, der Schöne. Zug finde ich auch irgendwie angenehm. Weiß nicht, habe ich in LS noch nie verwendet vorher. Außer Ehrengrad, denn Ehrengrad habe ich kurz vor Release von 22 da mal so wirklich gespielt. Und da fing das dann an, dass ich so ein bisschen so den Zug geil fand. Da fing das an, wie gesagt, und
ja, seitdem her. Und hier habe ich auch einmal schon die Zug benutzt, um nachher mal die Sonne zu bekommen. Und ja, dazu braucht man dann halt den Zug, ne? Man fährt einfach aus der Map raus. Stopp. Hältst du an, bitte? Ja, sehr gut. Stopp jetzt. Warum hast du denn jetzt so eine Kante? Was ist denn jetzt los? Aber ja, gut, immerhin kommt's rein. Ach, bist du fertig eigentlich? Tief, ach nein. Oh. Ach, den Motor an jetzt dünn hier, die Scheiße. Komm schon, einmal vernünftig dünn. Ihr seid echt Fieslinge. Ihr seid echt Fieslinge. Man, hier sieht man doch, dass es noch nicht gedüngt ist. Mach jetzt deinen scheiß Job, ja? Deswegen bist du hier. Wenn du jetzt so sein Fan, um Förderband zu transportieren. Wenn ich da jetzt im Shop ankomme, lachen mich doch die anderen Landwirte aus. Die fragen mich auch, was mit mir los ist, dass ich mit meinem Fan 900 Vario dahin baller. Für Förderband. Die denken doch auch sonst was von mir jetzt, dass ich zu viel Kohle habe hier, um den Verschleiß zu rechtfertigen. Für ein Förderband. Ich meine, das, was das Förderband gekostet hat, baller ich hier im Verschleiß wieder rein. Ich meine, ihr könnt mal auf den Preis gucken gleich. Können wir mal gleich angucken. Wie teuer das wäre, das zu reparieren. Nein, machen wir doch nicht. Machen wir demnächst. Ich muss das jetzt erstmal prüfen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ja? Lohndienstleistung abgeschlossen. Dankeschön. Wieder ein bisschen Kohle. Ah, wieder Motor aus. Lass den Motor noch an, mein Freund. Wo haben wir denn jetzt? Jetzt hatten wir 45. Er fährt 45, das war. Da. Kannst du da eigentlich selbst hinfahren? Ist das möglich für dich? Feldarbeit. So. Was sagst du? Hast du da Bock drauf? Genau, schön einklappen, ne? Ne, Jens? Und dann fahr los. Komm schon. Komm schon. Mach was. Ach Gott. Ich fahre dich da selbst hin. Ja, hier ist ja auch die Zugstation, sehe ich gerade. Wir haben ja so wie gar keinen Dünger verbraucht. Wie lange hält denn hier der Dünger? Da ist ja gar nichts rausgegangen. 800 Liter. Das ist ja gar nichts. Für die Feldgröße hätte ich gedacht, boah. Da geht schon mal 2000 Liter raus, dachte ich. Ich meine, jetzt hier so, weiß ich nicht, Mineraldünger. 2000 auf den Hektar. Oder von mir ist auch nur 1000 Liter auf den Hektar. Das ist ja jetzt auch nichts Weltbewegendes, es ist jetzt nichts Dramatisches, wisst ihr, wie ich meine? Oder etwas Unverständliches. Ja, die kann man schön hochklappen. Seht euch das an. Habt ihr das gesehen? Da heben sogar die Räder ab. Wo baller ich eigentlich rein? Ich habe den Fan übrigens sauber gemacht. Ich denke, das sieht man. Boah, der zieht aber auch. Ne, das ist nicht zu glauben. So. Nein, 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 nicht Onkel. Nicht. Dankeschön. Das setze ich dahin. Den Anhänger hole ich jetzt mal. Weil der kann ja Silagen und so transportieren. Hättest du gut Silagen, Stroh, Heu. Es war ja alles möglich, dass das hier reinkommt. Und das werden wir dann mal testen, ob das machbar ist. Weil der hat hier natürlich eine nahezu doppelt so hohe Kapazität. Ey, wer räumt hier seine Maschinen immer nicht weg? Gott, Leute, ein bisschen Ordnung. Das ist doch kein Experiment hier. Ja, das ist doch hier alles machbar. So. Muss ich dich anschalten oder so? Tempomat. Wechsel. Achso, nee, dann setzt du auf. So. Nee, okay, gut. Dann
sammeln wir zwar nochmal Silage ein und testen das mal. So, voll ist auch schon echt gut zu Ende. Aber keine Sorge, Leute, wie immer, wenn wir solche Experimente in der Folge anfangen, ziehen wir das auch in dieser Folge noch durch. Ihr wollt es ja auch sehen, hoffentlich. Ich will sehen, ob es klappt. Ist ja alles wichtige Forschung. Ja, 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 komm schon. Ich habe gestern, 25. November, mal geguckt, so was so mit Transformers 6 eigentlich los ist. So, da sollte ja auch mal ein 6. Teil kommen. Und dann habe ich so gelesen, ja, Hard Reboots, so Optimus Prime ist so eine unbekannte Nummer zurzeit auf der Erde. Blabliblub, alles neu. Und ich dachte mir so, ist das euer Ernst? Ich stecke jetzt so viele Stunden in dieses Franchise. Guck es mir an, es geht nicht. Es geht doch. Es geht. Sehr gut. Und ja. Also ich gucke dieses Franchise an. So, zieh's mir rein. Und was ist, resettet das einfach. Und jetzt ist die ganze Zeit, in dem ich das Franchise verfolgt habe, alles zunichte. Oh, toll, zum Kotzen, ey. Meine Bumblebee, diesen Film, da habe ich schon nicht geguckt, weil ich fand den Trailer schon furchtbar. Bumblebee ist jetzt auch immer irgendwie so ein Teenager-Transformer und all sowas. Weiß ich nicht. Ist für mich nicht das, wie ich überhaupt ein Transformers war. Weil es jetzt keine grandiosen Filme sind und verdammt gut geschrieben sind, das weiß ich selber. So, aber ey, führt die Geschichte einfach vor. Einfach voran, weiter, weiter, weiter und versucht mir jetzt nicht den Anime in real oder in realer Verfilmung zu bringen. Weil sie jetzt auch aus wie die Anime-Transformer. Also ich meine, wenn ich die Anime-Transformer sehen möchte, gucke ich den Anime, wisst ihr, wie ich meine? So, und das ist jetzt nicht schlecht gemeint gegenüber dem Anime oder so, das will ich gar nicht schlecht reden. So, das ist verdammt cool wahrscheinlich, so. Keine Frage, aber wie gesagt, deswegen müsst ihr mir nicht so gut googeln. Habe ich etwa wieder so eine verbackte Stelle drin hier? Ja. Ja, vielleicht muss ich auch nur von oben anfangen. Achso, jetzt ist voll. Es klappt wirklich, Leute. Ich habe irgendwie nicht geglaubt, also ich habe schon geglaubt, dass das klappen kann. Sonst hätte ich es ja nicht getestet, ne? Ist ja klar. Aber irgendwie dachte ich es trotzdem nicht. Irgendwie dachte ich, irgendwie wird das gehindert, dass das machbar ist. Guck mal, wie viel reingeht. Ja, jetzt hier nochmal ein bisschen vorne aufschütten. Ein bisschen verteilen das Zeug. Sehr gut. Man ist jetzt nicht komplett voll, das weiß ich. Aber damit ballern wir jetzt los. Und so sind. So spare ich mir. Ey, zieh Kleine hier. Jetzt kommen die schon so nah. Ich sage es euch, die wollen sich für Bambis Mutter rächen, die Rehe. Ja. So, ich esse noch mehr Silage. Ich bin ein bisschen. Ja, ich bin ein bisschen knapp eingefallen, das war nicht so gut. Und raus damit. Noch mehr Silagen. Wie viel kannst du eigentlich speichern? Jede Menge. Der Balken ist gerade mal da bei 50.000. Eine Million passt hier locker rein. Gut. Bei dem Silo, ne? Bei dem Silo passt da auch eine Menge rein. Sieht man ja schon. Aber gut, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Experiment ist geglückt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.